Willkommen zurück bei Koschis Kosmos. Wenn man etwas über die Sterne und den Weltraum verstehen will, gibt es dabei ja ein offensichtliches Problem. Es ist ziemlich aufwendig, in den Weltraum zu reisen. Die meisten Menschen, die das getan haben, blieben dabei doch relativ nah an der Erde. Ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus ist ungefähr 12 bis 15 Meter hoch. Der derzeit höchste Wolkenkratzer ist 830 Meter hoch. 1000 Meter nennt man einen Kilometer. In 100 Kilometern Höhe endet die Atmosphäre. Dort wird also im wahrsten Sinne des Wortes die Luft richtig dünn. Man sagt, dort fängt der Weltraum an. Die internationale Raumstation umkreist die Erde in 400 Kilometern Höhe. Ein paar Menschen waren vor über 50 Jahren schon mal auf dem Mond. Der ist 1000 Mal so weit weg, ungefähr 400.000 Kilometer. Und auch der ist noch relativ nah an der Erde im Vergleich zur Sonne und den anderen Planeten. Raumsonden, in denen keine Menschen sind, haben es schon weiter weg geschafft. Seit den 70er Jahren sind die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 unterwegs. Und sie sind mittlerweile weiter entfernt von der Sonne als alle Planeten. Aber auch die werden noch tausende von Jahren brauchen, bis sie mal einem anderen Stern nahe kommen. Wir beobachten den Weltraum also meistens von der Erde aus. Wir können etwas von hier aus über den Weltraum verstehen, weil uns Licht von dort erreicht. Manches können wir mit bloßem Auge sehen, manches nur mit bestimmten Teleskopen. Licht ist etwas ganz besonders Faszinierendes. Und die Frage, was Licht eigentlich ist, wollen wir in einer der späteren Folgen stellen, aber nicht heute. Lange bevor man auch nur irgendeine Ahnung davon hatte, was Licht ist, stellte sich eine andere interessante Frage. Wie schnell ist Licht? Galileo Galilei versuchte herauszubekommen, ob es von der Entfernung abhängt, wie lange es dauert, dass man jemandem ein Lichtsignal gibt und das Signal erwidert wird, sobald es gesehen wurde. Also, ich mache meine Lampe an und sobald du siehst, dass sie an ist, mach deine an. Wie lange dauert es, bis ich das wiederum sehe? Egal wie groß die Entfernung war, nachdem man eine geschätzte Reaktionszeit der Forschenden abgezogen hatte, blieb keine Zeit mehr übrig, in der das Licht die Strecke zurücklegte. Es schien fast so, als ob Licht unendlich schnell sei. Und vor ein paar Jahrhunderten dachten auch noch viele Forschenden, dass das vielleicht die richtige Antwort sei. Einer der ersten, der klar gezeigt hat, dass Licht eine gewisse Zeit braucht, um eine Strecke zurückzulegen, war der dänische Forscher Ole Rømer. Und er benutzte dafür die Astronomie. Den größten Planeten unseres Sonnensystems haben wir Jupiter genannt. Er zieht seine Bahn fünfmal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Aber weil er so groß ist, ist er trotzdem nach Sonne, Mond und Venus das vierthellste Objekt am Himmel. Weil er so weit weg ist von der Sonne, können wir ihn im Gegensatz zur Venus auch mitten in der Nacht sehen. Wenn ihr also nachts einen Punkt seht, der viel heller ist als alle anderen und der auch nicht funkelt, dann ist es wahrscheinlich der Jupiter. Der Jupiter hat eigene Monde. Und die vier größten Jupitermonde sind die ersten Himmelskörper, die man entdeckt hat, die sich ganz eindeutig um einen anderen Himmelskörper drehen als die Erde. Wahrscheinlich hat man die Jupitermonde schon im antiken China gesehen, aber ganz eindeutig entdeckt hat man sie mit der Erfindung des Teleskops im 17. Jahrhundert. Das war damals eine extrem wichtige Entdeckung, weil es ein gutes Argument dafür war, dass sich nicht alles um die Erde dreht. Wie bei unserem Mond und der Erde passiert es auch beim Jupiter, dass der Planet seinen Schatten auf einen seiner Monde wirft. Ole Rømer hat das besonders genau beobachtet beim Mond Io. Er beobachtete sozusagen Io-Finsternisse und wusste, dass Io ganz gleichmäßig seine Bahn zieht und dass bei jeder Umrundung eine Finsternis passiert. Ole hat das so genau beobachtet, dass er ganz genau berechnen konnte, wann es das nächste Mal passiert, dass Io in den Schatten des Jupiter eintritt oder wieder aus ihm heraustritt. Was ist aber nun, wenn wir annehmen, dass das Licht, das uns ja mitteilt, dass gerade eine Finsternis stattfindet, eine Weile zu uns braucht? Bewegt sich die Erde auf ihrer Bahn auf den Jupiter zu, dann wird die Dauer zwischen zwei Finsternissen für uns scheinbar immer kürzer, da wir dem Jupiter etwas näher gekommen sind und das Licht nun schneller bei uns ist. Bewegt sich die Erde vom Jupiter weg, wird die Dauer zwischen zwei Finsternissen scheinbar immer länger. Okay, ich gebe zu, das klingt total verwirrend. Sowas erleben wir im Alltag nämlich nie.
weil das Licht einfach viel zu schnell ist. Auf der Erde haben wir das Gefühl, dass wir alles sofort sehen, wenn es passiert. Wir brauchen also einen Vergleich mit etwas Langsameren. Stellt euch vor, alle 5 Minuten fahren ganz regelmäßig Busse vom Hauptbahnhof los. Das entspricht der regelmäßigen Io-Finsternis, die wir sehen wollen. Ihr seid aber nicht am Hauptbahnhof, sondern an einer der vielen Bushaltestellen. Wir stellen uns auch vor, es gibt keinen Verkehr, sondern die Busse fahren ganz gleichmäßig die Bushaltestellen ab. Das entspricht der Lichtgeschwindigkeit. Dass ein Bus am Hauptbahnhof losgefahren ist, seht ihr also nur daran, dass er irgendwann bei euch vorbeifährt. Wir müssen erst auf das Licht warten, das uns überhaupt verrät, dass eine Finsternis ist. Wartet ihr nun also an der Bushaltestelle, kommt alle 5 Minuten ein Bus vorbei und ihr wisst, die Busse sind also auch im 5-Minuten-Abstand losgefahren. Wie schnell die Busse aber vom Bahnhof aus euch entgegenfahren, wisst ihr nicht, wenn ihr an einer Stelle stehen bleibt. Lauft ihr nun von der Bushaltestelle in Richtung Hauptbahnhof, dann wird aber der zeitliche Abstand zwischen 2 Bussen, die euch entgegenkommen, kürzer, weil ihr ihnen ja entgegenlauft. Das entspricht der Erde, die sich in Richtung des Jupiter bewegt. Kommt ihr zum Beispiel, nachdem ihr ein bisschen gelaufen seid, an der nächsten Bushaltestelle an, die, sagen wir, 1 Kilometer entfernt ist, dann kommt der Bus dort vielleicht 2 Minuten früher an, als an der Haltestelle, an der ihr gestartet seid. Ihr wisst dann, dass die Busse für den Kilometer zwischen den Bushaltestellen 2 Minuten brauchen. Das entspricht übrigens 30 Kilometer pro Stunde. Genau das beobachtete Ole. Bei ihm entsprach aber der Abstand zwischen den Bushaltestellen dem Abstand, den die Erde auf ihrer Bahn dem Jupiter näher gekommen war. Damit kann man dann ausrechnen, wie lange das Licht braucht, um die gesamte Erdbahn zu durchqueren. Das Witzige war, darum ging es Ole eigentlich gar nicht. Seine Berechnungen sollten eigentlich dazu dienen, dass man die Finsternisse von einem Schiff auf hoher See aus als eine Art Uhr nutzen konnte. Diesen Effekt, dass der scheinbare zeitliche Abstand zwischen Dingen, die ganz gleichmäßig passieren, kürzer wird, wenn man sich darauf zubewegt und länger, wenn man sich davon wegbewegt, nennt man übrigens Doppler-Effekt. Der wurde aber erst viel später so genannt. Die Berechnungen und die Messungen waren etwas ungenau, als Ole diese Methode das erste Mal anwandte. Und deswegen wusste man nur, dass das Licht mehrere Minuten braucht, um die Erdbahn zu durchqueren. Heute wissen wir, für die durchschnittlich 150 Millionen Kilometer von der Sonne zur Erde braucht das Licht 8 Minuten und 20 Sekunden. Deswegen kommt es uns hier auf der Erde so wahnsinnig schnell vor. Es könnte die Erde 7 Mal in einer Sekunde umrunden. Und zum Mond braucht es nicht mal 2 Sekunden. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir in den Himmel schauen, schauen wir immer in die Vergangenheit. Von der Sonne bis zur Erde braucht das Licht zu uns nur knapp 10 Minuten. Wenn der Jupiter uns am nächsten ist, braucht das Licht von ihm zu uns eine gute halbe Stunde. Aber selbst von den nahegelegensten Sternen braucht das Licht zu uns schon mehrere Jahre. Und wenn es richtig dunkel ist, dann können wir selbst mit bloßem Auge Dinge sehen, deren Licht Hunderttausende bis Millionen von Jahren zu uns gebraucht hat. Ich erwähne hier übrigens mal, dass wir bei Cauchys Kosmos noch nicht gelernt haben, wie man eigentlich herausbekommt, wie weit Dinge außerhalb des Sonnensystems von uns entfernt sind. Ihr könnt ja mal überlegen, und ich gebe euch einen kleinen Tipp aus Folge 3, Parallaxe. Also, nochmal. Auch wenn das Licht im Vergleich zu allem anderen in unserem Alltag eine sehr hohe Geschwindigkeit hat, braucht es mehrere Minuten von der Sonne zu uns. Verraten hat uns das zum ersten Mal eine weit entfernte Mondfinsternis, nämlich eine beim Planeten Jupiter. Das bedeutet, wenn wir in den Himmel schauen, schauen wir nicht nur weit weg, sondern auch in die Vergangenheit. So, das war's für heute mit Cauchys Kosmos. Ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes erzählen und freue mich aufs nächste Mal.